Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Grüß euch Reis. Petty Mayo? Petty Mayo ist mein bester Freund. Petty und wir Mayo. Haben die Insel in 10 Minuten gelöst. Petty Mayo hat die Insel ganz allein gemacht. Ganz allein hat er die gelöst. Er hat die Machete gefunden, indem er einmal nach links gedreht hat. Er ist direkt in Machete gefahren mit Floß. Aber ihr setzt ja keine Tipps um, wird jetzt schon kommen. Aber ja, ja. Wir produzieren doch vor, Leute, weil Leute, Weihnachten ist. Ja, es ist Mitte Dezember und ihr seht das hier Ende Dezember. Ja. Bitte schimpft nicht mit uns. Es tut uns leid, jetzt schon, okay? Lass ja, doch mal eine Bewertung da. Bewertungsbussi. Ich finde das immer geil, wenn du so unter so 2 oder 3 Jahre alte Videos so Kommentare kriegst, weißt du? Geht ja, doch beim nächsten du, Mal einfach nach rechts. Ich bekomme ab und zu noch bei Zombie-Modus Kommentare. Da bekomme ich ab und zu noch Kommentare. Was ziehst du? Bärenmama, ich überlege, ob ich die. Kann sie hier hoch? Wenn ich jetzt. Das ist wahrscheinlich zu heiß, ne? Wenn wir jetzt sterben, ne? Wenn wir jetzt sterben, haben wir nichts mehr. Wir haben alles vom Boot quasi mitgenommen, was noch da war. Ja, also ich habe hier 10 Metallbarren noch in der Tasche, die sind dann weg. Aber die schmatzt hier. Geht die aggressiv? Muss man vielleicht. Oh, ich rutsche hier runter. Oh. Lass doch die Bärenmutti schlappern. So vorbei rutschen. Weißt du? Eben denkt, ey, alles easy. Ich will die ja schlappern lassen. Oder wir gehen an irgendeine Kante und schießen auf sie runter, habe ich mir halt überlegt. Weißt du, dass wir sie so ein bisschen... Ja, aber die kommt doch auch dann hoch. Glaubst du, die kann da hoch? Die ist fett? Siehst du nicht, wie viele Bären die in sich reinschaufelt? Sind das Bären oder ist das Honig oder was hast du da wieder? Ich weiß nicht. Ich war ja irgendwann in Folge XY. Die Folge, wo ich gedacht habe, Alter, das gibt's ja nicht. Alles voller Nebel, die Säure. Die habe ich ja in der nächsten Folge, bin ich über die Säure easy gehoppt, 2 Mal. Aber da hatte ich diesen komischen... Jetzt, du hast diesen Glitch auch nicht mehr beim letzten Mal. Ja, ich hatte einen Glitch, aber das wird wieder niemand glauben. Jeder ist ja auch Quatsch. Du bist einfach nur behindert. Ja, ja. Du bist einfach ein Spast-Kies. Wo bist du? Oben. Ich bin hier in Bergmar hoch, über die Bärenmama. Das ist sozusagen über der Bärenmama. Unten wird gekaut, oben wird gehaut. Hä? Ja, hier, direkt hinter dir. Dreh ich nochmal um. Hä? Ach, da! Ja, Mann. Weißt du... Immer sagt er, ist der große Springer-König, der große Fight Club-König. Aber eine Orientierung wie eine alte Kartoffel. Springer-Verlag höchstens, aber ansonsten. So, und irgendwie hier unter uns müsste die Höhle sein. Wir gehen jetzt frontal dahin. Okay. Weil ich bin ja nachts hier rumgewandert, total verwirrt. Nebel in der Nase und Bärenhut. Dann habe ich in meiner Verwirrtheit da gedacht, es wäre ein Air Supply. Ich dachte, das wäre irgendwie, oh, guck mal, da hat irgendjemand was über die Insel abgeworfen. Dabei war das halt, ja, das sieht doch so aus wie so ein PUBG-Ding. Guck doch mal da genauer hin. Oh, hier sind die Schlingpflanzen. Ah, guck dir das doch mal an, das sieht doch aus wie PUBG, oder nicht? Ja, ja, Alter. Hat aber auch einen gesunden Hunger. Wie er schlappert, ey. Da gehen wir jetzt rein und da wohnt sie. Die Mischung musst du dir merken, die kannst du dir dann auf den Hintern schmieren, wenn wir einen eigenen Bären haben. Ja. Halte das jetzt mal gedrückt und öffne ihn. Oh, Kiste guck mal. Von Olaf. Ich habe eine Machete. Oh, wir können Macheten erforschen. Wieso habe ich keine Machete? Ich besitze jetzt auch eine Machete. Offiziell Machetenmann. Ich habe ja die Zauberschaufel des Hamunaptra. Denkst du, mit einer Machete packen wir die? Weißt du, dass wir da mal... Alter, wir nicht riskieren. Wenn wir sterben, ist wirklich, dann ist einiges weg. Ne? Dann ist einiges so richtig weg. Nicht irgendwie in God-Mode oder sowas aktivieren. Du hast doch irgendwie deine Konsole da offen. Ja, genau. Konsole offen, ey. Wo bist du jetzt hingelaufen? Ja, raus. Weg von der Bärenmama. Weil ich gehe jetzt natürlich zu Station 6 da wieder hoch, oder nicht? Okay, wir gehen zu Station 6. Aber wir müssen sie töten. Ja, irgendwann müssen wir sie töten, sonst kommt Ranger Bob nicht zurück. Ich habe interessanterweise, weil das Spiel irgendwie auch total glitschig ist, ich habe einen Bären getötet, ne? Den anderen bei der Höhle. Und ich habe einen anderen Kopf. Aber das war keine Mama. Guck mal hier. Wie, das ist jetzt ein anderer Bärenkopf, oder was? Ja. Sieh dir mal an, der ist riesig. Mama-Bärenkopf ist es. Ja, aber den habe ich von dem Bären bei der Höhle 1 bekommen. Ja, und das ist bestimmt dann Papa-Bär, der andere große. Ja, aber warum hat der Mama-Bär verloren? Er gibt doch gar keinen Sinn. Guck,
Wo ist denn mein Inventar hier? Ja, so. Du hast einen riesen Bärenschädel. Geh doch mal auf hier auf Komma. Ich weiß, du weißt nicht, wie man das verwendet. Hä? Komma? Guck, der ist doch viel größer. Ja, der ist doch viel größer. Und ich wette, Papa Bär ist noch größer. Ja, Big Head. Da kann man sich richtig zusammentun. Wahrscheinlich haben sie vier davon. Mama Bär, Papa Bär. Der kleine Tim-Tom-Bär. Bruder Bär und Schwester Bär. Die ganze Familie will ich an der Wand hängen haben. Brokeback Bär. Wie auch immer alle sagen, sprint doch nicht immer. Weil nur wenn du Brokeback Bär Sprint machst, dann... Warte mal, Moment. Wo geht's jetzt nochmal? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, da hat Blair Witch einen Lustclub hier geöffnet. Alter! Hinweis, what? Der Lustclub von Kreis? Vater hat einen neuen Liebling. Wir können das nicht zulassen. What? Tiny Little Murderer? Ich habe eine kaputt gemacht, eine Figur. Wie kann man dagegen schlagen? Dann gehen die kaputt, oder was? Gegen die eine. Ich habe eine Glühbirne bekommen. Wie jetzt? Ja, die alte Glühbirne. Das Baba Ganoush. Errungenschaft freigeschaltet, Tiny Little Murderer? Hä? Ja, ja, das ist ein Mörder. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich weiß von gar nichts. Kreis ist der Mörder. Und was, guck mal hier, hast du gesehen, was die Zahlen? Hat das was zu bedeuten? Hier sind Buchstaben drauf. Hier ist ein R drauf auf der Figur. Vielleicht ja, vielleicht gibt es da ein großes Geheimnis. Gott, ist das widerlich. Schau dir das mal an. R-B-N-D-M. Das ist irgendein Name. Ach, hier sind noch mehr. N-D-L. Drei Buchstaben auf dem Regenschirm. R-B-N-D-L. Und hier ist ein M. Ha. Ah. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Patty Mayo. Was sagst du dazu? Patty Mayo. Also, ein B habe ich schon gelernt. B kann ich und zwei haben mir die in Helm. Wo sind denn die Schilder Richtung Höhle 6? Ich rutsche jetzt hier runter. Mama, ich mache jetzt hier so einen eleganten Königslide. Mach mal ein Königslide hier unten. Kingslide. Kingslide. Ich hätte gerne einmal die große 26 und ein kleines Kingslide. Ja, dankeschön. Ich glaube, mit einer Machete kann man das Vieh da oben töten. Versuch's doch. Aber dann schmeiß bitte kurz vor deinem Tod die Machete in die Luft, damit ich sie einsammeln kann. Moment, wir müssen jetzt wieder hier hoch. Guck mal, hier unten ist doch auch irgendwie so ein Durchgang. Aber da unten kommst du doch wieder zum Strand. Was willst du denn da? Aber da ist eine Schubkarre. Kann man irgendwas mit der heiligen Schubkarre machen? Als ich letztes Mal da hingehen wollte, hast du gesagt, du wärst schon da gewesen und da wäre nichts. Nein, habe ich nie gesagt. Als ich gesagt habe, runter zur Boje. Da ist doch nichts am Strand. Ich habe gesagt, wahrscheinlich ist da nichts am Strand. Ja. Jetzt bin ich hier und untersuche die Schubkarre und die Boje. Ich kann jetzt offiziell bestätigen, hier ist nichts. Hier ist noch ein Container unter Wasser. Ist da was drin? Weiß ich nicht. Jetzt kommt Bruce um die Ecke. Das könnte gut sein. Ist a trap? Ne, hier ist nichts. Ne, ist wirklich nichts. Mama Bär kreist, die alte Bärenmama. Ja, die schluckt ordentlich Wasser. Alte Bärenmama. Guck mal, no loitering. No littering. Keine Kameras mit Flash. No littering. Ja, steht hier. Ja, ist ja auch hier Schweden. Kein Schweden-Simulator. Kein Smoking oder Drinking und keine unautorisierten Fahrzeuge. Was ist denn loitering? Ich weiß nicht, was loitering ist. Ist Umweltverschmutzung, glaube ich, oder so. No loitering. Oder? Oder vielleicht darf man auch nicht klingeln. Weißt du, so läuten. Ach so. No loitering. Ich bin aus der Schweiz, das darf man nicht läuten. Hä, wo ist denn eigentlich die Glühbirne, die ich gesammelt habe? Die ist bei Tee. Ach so. Die müssen wir zur Ranger-Hütte wahrscheinlich bringen. Ja, aber es wird schon wieder dunkel. Wir müssen jetzt mal uns beeilen. Und ja, aber ich habe doch eine Glühbirne. Hütte 6. Ja, ich habe eine Glühbirne, damit kann ich doch alles jetzt beleuchten. Die ganze Welt. Ja, vielleicht müssen wir... Oh, Vorsicht. Vorsicht, da oben ist die Mama. Irgendwie... Ja, dann lass mal hier lang gehen. Und einfach ein Schild suchen, wo drauf steht Hütte 6. Und dann gehen wir da lang. Ich dachte halt, weil wir sind ja so von der Seite gekommen, dass wir denselben Weg wieder gehen. So, guck mal, hier sind doch die Schilder. Da lang. Ja. Hast du auch so eine heroische Melodie? Nee, jetzt gerade habe ich noch keine erotische Melodie. So, Station 6 ist wieder hier lang. Wo brauchte man denn die Glühbirne? Bei 2, ne? An der Ranger-Hütte. Ranger Bob, meinst du? Vor Ranger Bob seiner Hütte. Da lag doch so eine vergewaltigte Puppe. Ranger Bob war sehr einsam, muss man dazu sagen. Ja, er ist übergriffig geworden gegenüber. Er hat sie sich als Freunde gebaut, aber hat sie sich dann zu Feinden geformt. Vergewaltigt. Du denkst also, Ranger Bob war ein Serienvergewaltiger von Puppen? Später erst. Die Einsamkeit hat ihn dazu gemacht. Steht auch in seinen Memoiren. Aber würdest du, wenn du ganz einsam wärst, würdest du dir eine Liebespuppe bauen, so auf einer einsamen Insel?
Oder würdest du sagen, nee, ist unnötig? Nee, also eine Puppe würde ich mir jetzt nicht unbedingt bauen. Solange ich meine Hände habe. Aber so eine Masturbationsvorrichtung? Taco, Taco Burrito. My taco flavored kisses. Come with me, run for the border. talk to me, Kyle. Taco Burrito. Taco, Taco. Das ist aber auch eines der besten Lieder, ne? Wirklich. Oh, aber da, oh, was war das? Oh Gott, im Busch war ein Bär. Bär, Busch. Busch, Bär. Ich werde Gina wilded. Wieso kann ich nicht schießen? Schieß doch drauf. Ja, die Machete ist nicht gut gegen Bären. Ach so, nicht mit gut gegen Bären. Weil die hat keine Reichweite. Musste Clotheslines verpassen. Alter, ich schieße mir in den Arsch. Ich fast tot. Ja, lauf doch weg. Lauf doch weg, er schießt doch auf die Leiche ein. Ja, der war schon gespannt, also. Doch abbrechen. Nein, also, wo war die Schupperhöhle? Was jetzt? Hier drüben. Gott, jetzt wird's wieder super düster. Hast du so eine Laterne dabei? Ich nicht. Ein Kopflampe? Oh, geil. Nee, hab ich auch nicht. Zack. Los, öffne es. Ja. Ja, Mann. Ich mach das Loch auf und wir können rein in die feuchte Höhle. Ich hab Hunger. Ich hab alle Kartoffeln mitgenommen, die wir haben. Ich hab Ananas dabei. Und das Bärenfleisch. Wir hatten ja super mega viel. Boah, die Höhle ist fortgeschritten düster. Die ist richtig fortgeschritten. Alter, düster. Die ist richtig in the dark cave. Okay, aber es ist nur so ein kleiner Durchgang. Da wären wir. Yeah! Station 6, endlich, ey. Bionic. Bionic 6. Hey, da muss ich immer... Richtig, du kannst doch diesen 5-Millionen-Dollar-Mann, ne? 6 Millionen Dollar war der, glaube ich. War der 6 Millionen Dollar oder war der 5? Ich glaube, der war 6 Millionen Dollar. Der immer dieses, wenn er jetzt auf den Baum geklettert ist, kam immer dieses Geräusch. Ja, ja, genau. Da gibt es doch diese Family Guy Verarsche. Ja, ja. Dass sie kein ja. Geld haben, bauen sie den Mann. Dann siehst du ihn da mit diesem Eimer und dem, ja, ja. dem Billo-Haken und der Augenklappe da irgendwie. Das ist so geil gewesen. Wir haben kein Geld, bauen sie diesen Mann. Der 6 Mark Mann. Der 6 Mark Mann. Oh, guck mal hier, Schraubenschlüssel gefunden. Yay, und ich habe hier was gefunden. What? Was ist das denn? Du kannst jetzt erforschen. Kraftstofftank. Ein Tank. Und hier sind noch Notizen. Hier ist wieder die getrennte Dreimatratze. Dreizimmer sogar hier. Dreizimmer, hat erweitert die Family. Hat noch einen kleinen Bub gebaut. Hier, Hashtag 5830. Guck mal, cool. Wenn du dein... Hier sind sogar so Mikrofone, wir können von hier aus Let's Plays machen. Wenn du dein Ding machst, hier, dein, heißt es denn, dein Journal öffnest, dann wird's hell. Ja, aber nur im Journal. Aber nur im Journal, ja. Es hat nämlich so einen fluoreszierenden Effekt. Caravan Town ist Caron Island. Alter, die Karawanenstadt? Toll. Können wir nicht hin. Warum? Ja, klick mal drauf auf Caravan Town. Oh nein! Och nö! Oh, in 3 Jahren endlich! Caravan Och Town! Nö. Nur noch 3 Jahre warten! Macht keinen Schmuh hier mit der Karawanenstadt. Oh, gibt's denn da hier Kamele? Wahrscheinlich, oder? Camel Town? Ja klar, Camel Toe Town! Camel Toe Town! Da war eine Kiste hier oben. Ja, wir müssen noch zu Ranger Bob uns durchschlagen. Hey, guck mal, da hinten ist Licht, oder? Nein, das ist die Pfütze. Gift. Was für eine Pfütze? Giftmüllpfütze, ja, ich glaube schon. Echt jetzt? Ja, ich glaube ja. Weißt du, was geil wäre, wenn es hier so Ziplining gäbe? Oh, das wäre so cool, ja. Mann, wir sollten das Spiel weiterentwickeln. Ah. Wir sollten uns einstellen. Aber du bist der Einzige, der Geld hat von uns beiden. Gib uns Ideen. Ich habe doch auch kein Geld. Ich habe kein Geld. 90% von meinem, das ist ja schon voll viel. Ja, das ist ja nichts, weißt du? Die 100 Euro im Monat. Davon kriege ich 90 Euro. 116. Wir können hier runterglitschen oder denkst du, wir sterben? Ich weiß, Alter, ich will das nicht riskieren, Alter. Oh, zu spät. Hier, aber war hoch? Ah, ist zu spät, ich muss hier runter. Mach den Jackson Run. Kommst du mit? Das läuft eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, Ich will nur hier die Mama... auf und am Fressen. Unten. So gut wie unten. Hier ist noch ein Stückchen Baum. Ja, ich bin unten. War gut. Kann man machen. War eine gute Erfahrung. Ja, doch, war nett. Au. Untergetingelt. Au.
Au. Okay, okay, wo bist du jetzt hingegangen? Ich bin beim Schild. Ach, da hinten, ich sehe dich. Mann, es ist so düster. Wir müssen jetzt wieder zu Bob. Dalli Duster? Dalli Duster, die Pornodarstellerin? Ja. Dalli Anali Duster. Dalli Anali Duster? Dalli Anali Basta kenne ich nur. War die schnellste. Okay, warte mal. Wir müssen zur Ranger Station, da lang. Die war die schnellstgedehnteste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja, wenn die gefurzt hat, hat es nur gemacht. Als würde man so eine Flasche pusten. Warte, 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 warte. Ich höre nichts. Hast du nicht gehört? Nee. Achtung. Ah, ja, jetzt. Wo geht's jetzt lang? Hier, hä? Wo bist du schon wieder? Hinter dir. Hier. Rangor-Station. Ach Gott! Oh Gott. Ich kann nicht dafür, ich hatte einen Unfall. Bärenunfall. Ja, da vorne ist wieder ein Bär. Achtung, Momo, da vorne rennt einer rum. Okay, ich fordere ihn heraus. Herausforderung! Fan Fight! Bam, nein, zweimal daneben gibt's ja nicht. Der Bogen ist jetzt nicht so krass. Mortal Kombat! Ich finde immer, es hat auch sich so angehört wie so ein Behinderter, oder? Mortal Kombat! Mortal Kombat! Ist gut, Gustav. Mach mal langsam. Bilov, hast du gut gesungen. Jetzt wieder zurück in dein Käfig. Wir machen dir Zahn von Jungfrau in den Kopf. Zu machen die Dämon kaputt, der dich belastet. So, oh, Ranger-Station. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der alten Hütte. Ach, so eine Nachtwanderung. Ist ja schon irgendwie schön. Ja, muss ja auch mal sein. Nachts, nackt, durch die Gegend wandern. Oh, guck mal, hier ist der Mond. Moonlight Shadow. Aber es gibt ja noch ein paar andere Dinge. Ich meine, wir haben noch kein einziges Tier und so. Wir haben ja noch voll viel zu tun. Ja, natürlich. Es ist jetzt nicht getan mit der Insel. Das Raft muss ja leben. Es geht ja nicht nur um den Storyteil hier. Muss ich wieder warten, bis da seine alten Kisten wieder hochtauchen. Ja, aber guck mal. Alles andere ist zu gefährlich. Wenn du nicht irgendwie zitterst wie so eine alte Oma auf Meth, dann kommst du da auch rüber. Eine Moma. Weil davor, ohne Scheiß, ich bin da auf diese Dinger gesprungen und irgendwie, es hat mich wie runtergesaugt. Gesaugelt. Ich habe gestern wieder, weißt du, man landet ja manchmal in diesen YouTube-Blasen, ne? Dass man so denkt, ach, eigentlich will ich schlafen gehen, aber 3 Stunden später hast du irgendwie merkwürdige Videos geschaut. Nee, passiert mir nie. Und da habe ich habe gestern auf jeden Fall wieder festgestellt, das Letzte, was ich in meinem Leben werden will, ist Uber-Driver. Fix Errol. Errol. Repariert. Errol. Ja, und jetzt? Errol hat jetzt wieder eine Glühbirne. Aber warte mal, konnten wir nicht noch irgendwie... Ja, den Schraubenschlüssel? Hinweis, der Güldene. Was war das? Frohe Weihnachten aus dem BNA Korea. Was? Was? Der geheime Weihnachtshinweis haben wir gefunden. Frohe Weihnachten aus dem Nichts. B.A. and Korea? Was? B.A. Barackus? B.N.A. B.N.A.? B.N.A. Vater hat sich vor langer Zeit entschieden. Er ist hinter der anderen her. Und ich begleite ihn. Hier ist so eine Notiz, da steht das. Okay. Ja. Aber ansonsten? War jetzt nur so ein kleines Weihnachts-Easter-Speck. Aber sonst in dieser Ranger Bob-Sex-Hütte hier? Boah, ey, das wäre ja geil, wenn man am Ende so eine Stadt findet, wo die Überlebenden hin. Ja, das wäre schon geil. Was? We kill Afrika? Aber hier, Hidden Heimes Labor. Hidden Labor Camp Protocols. Sanctuaries in the cold. Whistleblower describes where the one person go to escape the apocalypse. Denn hier. Aber hier sind irgendwelche Leute, denen kamen Laser aus den Augen. The big red. The big red. Make them work. Was ist hier? Kam hinterher dann irgendwie die Sklaverei wieder zurück? Oder was soll das hier alles bedeuten? Ja, keine Ahnung. Donald Trump hat's versaut. The big red sea race. Aber die Ratten kamen dann in die gefluteten Städte und haben da irgendwie alle getötet. Krop. Sehr, sehr krop.
Ach, guck mal, und hier ist ein E auf der Figur. Warum sind hier Buchstaben drauf? Das ja, aber das ist ja auch der Vorname. Die haben Namen. Ich glaube, das hat mit den Notizen was zu tun. So, Errol, okay, und die... Ja, das sind nur die Namen. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Die drei Figuren... Oder denkst du, du hast eine Spur für das größte Easter Egg in ganz Raft? Vielleicht. Glaubst du, wir können hier runterspringen und überleben? Easter Egg Knock. Aber hier wollen wir doch nicht mal, hin, oder? Ist hier nicht das nicht wieder die Bärenschule da hinten? Das ist die Bärenschule, genau. Und die Boje ist dann hier unten. Das heißt, wir müssen in die andere, ans andere Ende. Andere Richtung, ja. Ja, Ranger Bobs Bums Hütte. Richtung Brücke müssen wir quasi. Ja, ich weiß auch nicht, was hier mit seinem Bambus Bums Häuschen ist. Ist nicht so spektakulär, oder? Einfach hier so eine Glühbirne draufdrehen. Nee, wir haben nicht mal Licht bekommen. Ja, das meine ich ja. Ich dachte irgendwie, dann kommt wenigstens Licht oder er leuchtet irgendwo hin oder so. Weißt du, das genauso wie es irgendwie sehr deprimierend ist. Jetzt haben wir diese ganzen Funktürme aktiviert. Aber die Koordinaten, die haben wir eigentlich auch, aber die bringen ja nichts. Nee, die bringen jetzt nichts, weil da noch nichts ist. Erst in Chapter 2. Dann sollen die mal hier hin machen. Ja, wie lange hat es für Chapter 1 jetzt gedauert? Ja, 2. Ja. Also in 2 Jahren gehen wir dann Kamele schänden. 2 Jahren wird richtig hart gecameltooft. Camel-Tooth. Ich verstehe das dann immer nicht so, ne? Und ich wette mit dir, dass sie von Chapter 2 schon einiges fertig haben. Dass sie das nur halt jetzt erstmal zurückhalten, um es dann wieder für Geld oder so zu implementieren. Ein Bär schändet mich an meinem Kamelzahn. An meinem Kamelzahn? Der Camel-Toe darfst du nicht sagen. Wegen Jugendschutz und so ein Kram. Das ist ja auch schon Kamel-C. Der Huf. Nicht der Zahn. Ja, klar. Das ist mir schon durchaus bewusst. Wenn es aussieht wie der Zahn, dann... What? What? Wie der springt? Das ist doch kein normaler Bär. Doch kein gewöhnlicher 0815-Bär. Das ist doch ein fortgeschrittener Bär. Wie sein Hinterbein so zuckt. Ja. Drückt sich noch den letzten Jetzt Köttel müsste man raus. Eigentlich noch die Mutter töten. Na, das ist auch noch so eine der großen Herausforderungen. Wie du läufst, Alter. Das sieht so bescheuert aus. Feierlad bufft? Hey, jetzt bist du wieder gedesynkt. Also jetzt kommst du nicht mehr über die... Echt? Weil ich habe eben auch gerade da unten so einen Error gehabt. Error 4. Wie du lachst. Kann ich jetzt wieder? Ja, aber anders als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es nicht so hüftlastig wie jetzt. Ja, keine Ahnung. Wollen wir uns jetzt noch die Bärenmutter holen oder wollen wir sie am Leben lassen? Weil ich bin der Meinung, mach die Bärenmama tot. Ja gut, wir können die Bärenmama tot machen. Also wir aber versuchen. Die Folge ist auch schon wieder durch, ne? Also wir können ja jetzt noch hinlaufen. Einmal alle irgendwie lachen und Freude empfinden und dann sterben. Bei der Bärenmama. Ja, und dann haben wir nichts mehr, ey. Ah, nichts mehr. Also relativ. Von wo willst du sie angreifen, ist die Frage. Ich würde sagen, wir stellen uns halt irgendwo oben hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie klettern kann. Glaube ich nicht. Weißt du, wenn wir jetzt hier... wieder von oben kommen. Ich höre sie, glaube ich, schon schlabbern, oder? Das sein. Ich höre hier irgendwas schlabbern. Ist auf jeden Fall hier lang. Richtung? Hier lang, da drüben wieder runter. Hier gehen wir wieder Richtung 6 jetzt. Ja, genau. Ich muss sagen, ich finde die Insel irgendwie total unübersichtlich. Insel ist mein Fluch. Weil, weißt du, die muss man töten. Die leidet. Muss man töten. Ja, die leidet doch. Das ist Erlösung. Mach das aus Liebe. Ich habe ein bisschen Angst irgendwie. Du hast Angst vor so einem kleinen Bären? Wach, Alter. Wo müssen wir denn lang? Ja, hier wieder. Bist du schon wieder? Hier drüben. Hallo. So siehst weit? Sicher? Ja. War der so weit oben, der Bär? Ja, hier und dann irgendwie wieder so ein Stück rum. Da ist dann die Bärenschule. Okay. Dann gibt's den Big Boss Bärenfight. Ach ja, okay. Okay, Station 6. Babe, let's make a run for the border. Aber ich würde hier lang gehen, weil hier kommen wir genau auf ihn drauf. Da, wo ich jetzt bin. Siehst du mich? Ich weiß noch nicht, nee. Also wir gehen, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ja, hier. Ja, ja. Hier rum. Da kommen wir, glaube ich, genau zu ihr hin. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge, weil... Ah, da ist ja ein anderer Bär. Ja, weil wir Border runnen müssen. Border run. Come with me. Run for the border.
I got a hugger on a thick skin, stop! Glaubst du, das Ding macht richtig fies Schaden, die Machete? Ja! Ich weiß Alter, nicht. Mit der Machete. Da guckt der blöd. Dumme Sau. I know exactly okay, what I'm gonna wir müssen jetzt Greis ganz schnell und dringend seine Pillen besorgen. Seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann wird die Mama geschändet. Hashtag Papa, nur Werbung. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wiedersehen.